Community, Family und Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Vorschwitzer Info-Video für eine besondere Sache, die ich jetzt ankündigen möchte. Ich hoffe, ihr seid dabei. Aber nichtsdestotrotz, ich will nicht nur, dass ihr mich sieht, meine Fresse, sondern ich werde von wo oben. Ich denke mal, von wo oben. Und was sage ich denn jetzt? Ja, werde da oben als kleines quadratisches Video zu sehen sein. Ich unterlege euch das alles mit dem Minecraft-Let's Play. Kommen wir gleich mal kurz zum Thema. Ja, Igor hatte recht. Sag dich doch, Meister! Danke, Igor. Es ist heißer Engel. Nicht heißer Engel. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. In meinem letzten Video, tut mir leid. Aber gleichzeitig war ja Minecraft. Ihr kennt das. Grüße hier mit den Öler TV. Ihr grüßt euch zu. Ja, ich habe ein besonderes Anliegen, warum ich dieses Video überhaupt mache und warum auch heute kein Mittelerde. Alter, wie heißt der? Leute, kennt ihr das? Aus dieser Figur auf der Zunge? Ich spiele den. Und ihr kommt nicht drauf. Mörder schaffen. Aber ich wollte noch gar nicht schaffen. Jedenfalls, es geht darum. Und zwar, hier jetzt eingeblendet, im Video, wird mein Twitch-Kanal sein. Warum? Ganz einfach. Am 5.11.2016 werde ich ein Spendenlauf machen. Und zwar will ich für eine Organisation Verein spenden, der schwerkranke Kinder und krebskranke Kinder, die todkranke Kinder, einen Wunsch erfüllen. Es gibt ja diese Vereine, die erfüllen Kinder ihre Wünsche. Und für so einen Verein möchte ich spenden. Ich habe da schon mir einen ausgesucht, den werde ich Ende des Streams ansagen dann. Und ja, dann werden Menschen wie für die trifft den Fußball, trifft den Star. Reise nach Disneyland, die Szene sagt. Und dafür möchte ich gerne am 5.11.2016 auf Twitch einen 12-stündigen Spendenlauf machen. Ja, es kann auch länger als 12 Stunden gehen, kommt drauf an, weil ich fange an von abends bis 8 bis morgens um 8 ist Minimum. Was danach kommt, ist, kann man sagen, ein Zusatz. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ihr sollt ja auch was davon haben, denn es wird kleine Verlosung geben mit paar Game-Artikel vom Nintendo, PlayStation, ich glaube, was die Xbox habe ich auch, Steam Key habe ich, also für Steam, dann paar sag schon Game-Merchandise und noch ein bisschen was anderes. Und da möchte ich auch mich bei jemandem schon mal jetzt im Voraus bedanken, und zwar bei Spacey, bei Phoenix Reloaded und bei Fans, die stiften mir diese Sachen. Die Spiele sind neuwertig. Neuwertig, also einmal gebraucht, dann ist man gefasst. Also es wird sowas gegeben, wie ich bei Spacey möchte mir gerne The Last of Us für die PS4 geben. Und das könnt ihr dann gewinnen. Einmal gezockt, dann nie wieder. Hat wohl die Luft dran verloren. Jedenfalls, das könnt ihr gewinnen. Wie das alles abläuft, und wie ihr spenden könnt, werdet ihr jetzt im Video unten sehen. Und zwar, ihr müsst ganz einfach, wenn ihr auf meinem Twitch-Kanal seid, und das von unten steht, spenden. So ein schöner Spenden-Button. Da klickt ihr einfach drauf. Und dann gibt ihr einen Cut. 1 Euro. Hier mit. Und vielleicht können wir mit diesem Spendenleistung Kinder einen wunderschönen Wunsch erfüllen. Weil ich finde, jeder YouTuber oder jeder kann eigentlich helfen. Egal wie groß, wie klein er ist, jeder kann helfen. Und das ist doch der Sinn der Sache. Hilfsbereitschaft. Helfen. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei und werdet daran teilhaben, dieses zu machen, mit mir den Livestream in den Livestream reinzuschauen. Und noch was, ihr könnt sogar mit mir zocken.
Ich habe mir ein Spiel ausgeliehen. Ja, mein Ohr juckt. Tut mir leid. Ja. Ihr könnt mit mir sogar Spiele spielen. Ich habe leider mir extra ein paar Spiele aus. Ihr könnt mit mir zocken. Ich habe ja auch mit Borderlands oder Song zusammen zocken. Ich werde Black Ops 3 zocken mit euch. Also das wird kurios, weiß ich jetzt schon. Ich bin das schlechteste Ego-Spiel aller Zeiten. Aber nicht nur trotz, es geht um den Spaß. Es geht um die Kinder. Wir spenden die Stärke an die Kinder. Ja, ich habe jetzt lange gesagt, tut mir leid. Ja, meine Leute, ich hoffe, ihr seid dabei. Deswegen tut mir leid, dass heute kein Mal aus Schatten kommt. Das kommt dafür am Sonntag, weil am Sonntag werde ich wahrscheinlich so fertig sein, dass ich besonders die ganze Vorbereitung den weiteren Spitzern mitgegeben. Aber darauf folgenden Sonntag wird ein Pro-Spezial-Vlog Live-Spendenleistung geben, wo ich eben zeige, wie ich das Vorbereitung und alles drum und dran, sprich an den Samstag. Ich kriege auch hier Hilfe, deswegen danke ich auch an Krüber und an den bösen Onkel. Ja, die zwei kennt ihr auch von meinen Let's Plays. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid dabei. Wie gesagt, am 5.11.2016 auf Twitch. Mein Twitch-Link ist unten in der Beschreibung. Die allererste, da ist gleich der allererste Twitch-Link. Kommt vorbei, habt Spaß. Mir geht's nur darum, euch zu helfen, den Spaß zu verbreiten und wir tun das gut. Jeder kann das tun. Also, ich bedanke mich. Ich hoffe, jetzt die Tonaufnahme reicht. Ich muss das hier jetzt noch alles bearbeiten. Nichtsdestotrotz sage ich wie immer, Meister, was ist jetzt nun mit Hawaii-Urlaub? Ja oder nein? Ich will das wissen. Dein Urlaub. Das sprechen wir nächstes Mal. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist auf, ab in den Keller mit dir. In den Keller. Ab. Da Tür. Da runter. Los. Also, ich sag wie immer, so gut, ciao. Der geht mal die Quo. Und der Igor, der ist weg. Sind raus. Ja, meine lieben Leute. Ich habe mich leider zu schnell verabschiedet, aber eine kleine Bitte hätte ich noch an euch. Und zwar, wenn ihr meint, dass so eine Aktion geil ist, hammergeil, dann teilt das doch Video. Es wäre mir froh, wenn viele dabei sind und echt für diesen Kinder spendet. Also, teilt das Video. Ich würde mich freuen. Ich bedanke mich, wie immer. Und zock gut. Hi und herzlich willkommen auf der Endcard. Auf der linken Seite, wo Erik sitzt, mein letztes Video zu dem Projekt. Und auf der rechten, wo Shelly und Sarah sind, mein nächstes Projekt. Also, wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Und oben natürlich Twitch, Facebook und Twitter ist auch bei mir erhältlich. Er hört sich komisch an, aber ist so. Und in der Mitte natürlich der Abo-Button. Wenn euch das gefallen hat, was ich gesehen habe, abonniert mich, lasst mir was da. Ich freue mich. In dem Sinne, zockt gut!